Also zum ersten Mal Kabinen-DJ ist eigentlich als Erfolg zu werten, weil wir haben das Spiel gewonnen. Wer hat eigentlich den schlechtesten Musikgeschmack in der Mannschaft? Andy Wolf. Nur Rap und Deutschrap. Er versucht immer, mir ein bisschen was zu schicken, aber bis jetzt war noch nichts für mich dabei. Ja, Andy hat leider immer mal wieder so Songs dabei, die erinnern so an so Schlümpfe-CDs von vor 20 Jahren. Also ich find's furchtbar. Ja, das ist eine absolute Unverschämtheit an der Stelle. Vielleicht war das deshalb, weil sich alle vor dem Spiel dann insgeheim doch beschwert haben, dass das schlechtes Karma. Aber ich denke, ich werde jetzt weiterhin DJ bleiben, weil das Spiel war zu gut, vor allem Julian, der sich bei meiner Musik auch beschwert, hat ein fantastisches Spiel gemacht und ich glaube, er sollte überlegen, ob er seinen Musikgeschmack vielleicht wechselt.